Today on Sarah's Music, we have the oboe and its big sister, the cor anglais. We have the bassoon and its big brother, the contrabassoon. And we'll be finding out why all these instruments are members of the Double Reed Club. Most people would recognize the oboe as the duck in Peter and the Wolf, or playing the main theme in the ballet Swan Lake. They'd recognize the bassoon as the grandpa in Peter and the Wolf, or the tune which Mickey Mouse dances to in The Sorcerer's Apprentice. I've been playing in an orchestra for a long time, and whenever we musicians come on stage before a concert, the oboe gives an A, and we all tune our instruments. But why does the oboe get to give the A? Why not the violin or the horn? I'm really lucky to have my friend and colleague, Jonathan Kelly, principal oboe of the Berlin Philharmonic, and I'm going to ask him exactly that. Jonathan, why do you think the oboe always gets to tune the whole orchestra to the A before a concert? Oh, Sarah, that's a good question. I don't think I know the answer, actually. Oh, no! I've often asked, why does the oboe give the A? I don't really know. It's tradition, a lot of tradition involved in concerts. And I think also the oboe does have that ability to pierce through. Perhaps if the audience is talking, there's a bit of noise and you want to create hush. I think the sound of the oboe playing an A can perhaps get their attention. Is it a healthy thing to play the oboe? I mean, you go red when you play? Sure. Certainly. Yeah. It depends on the reed. You might have a reed that's very easy to blow because the cane has a softness to it. You can get more air through it. Or you can have a reed which is a bit harder. So the cane is actually denser, and then you have to blow harder against it. But that sometimes makes a better sound. So it's a balance. You have to suffer for your art. We all have to suffer for our art. This reed making thing, it sounds like a nightmare because as a horn player we have a mouthpiece and we have our bodies and some days it works better than others, but we always play on the same thing. If you can never really rely on your material, it must be a nightmare for your nerves. Well, I've noticed that other instrumentalists and singers, they're jealous of oboists because they say, oh, if something goes wrong, you can blame the reed. Whereas you horn players are paranoid about your lips and singers are paranoid about their throats, we have the reeds. The beauty of it is if it's not working, you can change it. I mean, I've got here my reed box for this week. This is just for this week? Well, no, I'm exaggerating. These ones here are for this week, and I'm trying to sort out which one I like best, and I'm not entirely sure. They're like children. They've got slightly different personalities. I haven't yet learned to love them. That's so sweet. And then let's say I decide to play on this reed this week, which is three concerts. Probably by the end of the week, it'll be worn out. So then I need to move on to the next one. But isn't it tragic if you have the perfect reed and then it's finished in three concerts? That's terrible. That's part of our life. And even if you have the perfect reed, do you ever? But if you do, you're always looking for the next one. That's the life of an oboist. Oh. And you're always thinking in the concert, even if the reed is lovely, I don't think this will be good tomorrow. The Excalibur of the reeds. This is all going through our heads. That's why most oboists are crazy. Wenn diese empfindlichen Instrumente kaputt gehen, irgendwas stimmt nicht auf der Bühne, die Musiker rennen hierher zu Willi Reinickes Holzbläseratelier, wo alles wieder gut gemacht wird. Willi Reinicke, hallo, guten Tag. Du reparierst alle Holzblasinstrumente, aber alle, heute ja. Geht es um Oboe, Double Reed Club, Oboe und Fagotte. Was ist das Schwierigste an deinem Job? Erstens mal relativ ruhig zu bleiben, weil der Kunde, der kommt, ist im Regelfall sehr aufgeregt. Was aber eine sehr interessante Geschichte auch ist, ich gehe sehr gern und sehr viel, speziell natürlich auch in eure Konzerte. Und wenn ich da dann sitze und da kommt jetzt ein Oboen-Solo oder ein Fagott oder irgendwas und ich hatte dieses Instrument vorher in der Hand und hätte da eine panische Angst davor, wenn irgendetwas nicht funktionieren würde, was ich dann repariert hätte, das wäre für mich absolute Katastrophe. Hi.
sind hier im Holzbläser Stimmzimmer in der Philharmonie und ich bin so froh, dass meine Kollegen hier bei mir sind. Stefan Schweiger, Solofagottist der Berliner Philharmoniker und Markus Weidmann, Fagottist und der Kontrafagottist hier bei uns. Willkommen, Jungs. Ihr seid die Bassgruppe, also ihr seid die Bassgruppe der Holzbläser Gruppe. Aber weil das Kontrafagott so viel tiefer ist, heißt das, Markus, dass du tiefer spielen kannst als Stefan? Genau, ich komme eine ganze Oktave tiefer. Kannst du uns deinen tiefsten Ton da spielen, was es gibt? Das ist ja leicht. Das ist ja das ist wunderschön. Stefan, was sind die größten Herausforderungen, Fagottist zu sein? Eigentlich ist es nicht das Spielen, habe ich recht? Naja, das würde ich nicht unbedingt so sehen. Es gibt Herausforderungen auf verschiedenen Ebenen und das Spielen ist natürlich ein sehr wesentlicher Bestandteil, aber wir haben doch, also wenn man das Instrument hier so sieht, sieht das ja schon sehr gewaltig aus, auch wenn das Kontrafagott natürlich noch viel gewaltiger aussieht, aber es fehlt ein wesentlicher Bestandteil. Ja, was man bei Markus schon den sieht, Ton was bei dir. Kann man jetzt allein mit diesem Gerät noch nicht erzeugen. Wir gehören nämlich auch, außer dass wir zur Familie der Holzblasinstrumente gehören, gehören wir auch zur Familie der Doppelrohrblattinstrumente. The Double Reed Club, ja. Yes. Also das ist so das Grundmaterial, das ist ein Stück von einem Schilfrohr, das ist getrocknet, muss eine besondere Qualität haben. Und naja, ich mache jetzt, zeig mal, wie wirklich gute Rohrbauer daraus ein Rohr machen. Also man muss erstmal aus so einem Stück hier machen. Dann brauchen wir eine Maschine, mit der man das Holz in eine bestimmte Form bringt. Dann faltet man das, legt die Kanten aufeinander. Wie das gesagt, dass nachdem alles gehobelt ist, muss man das gut eingeweicht haben, weil das jetzt gleich künstlich in eine runde Form gebracht wird. Wahnsinn. Ein Drehchen hier noch. So, dann schneidet man da so rein. Jetzt brauche ich hier aus dem Werkzeug was. Es braucht eine gewisse Rundung, um anschließend genügend Spannung zu haben. Da, wo wir reinblasen, ist einfach das Schilfrohr geknickt und da ist noch keine Öffnung, die brauchen wir jetzt. So. Ja. Und jetzt haben wir schon die Möglichkeit. Okay. Yay! Also man sieht vielleicht, das waren jetzt einige sehr grobe Arbeitsgänge, die ich schon vollbracht habe. Der Weg von diesem Rohmaterial zu diesem Fagottrohr ist noch relativ weit. Und dazu wie lange dauert das? Vielleicht könnte das in einer Woche, wenn man jeden Tag so 5 Minuten dran arbeitet, dann spielbar sein. Vielleicht. After all the musical comparisons to animals in this episode, I just had to recommend this album for the playlist today. Peter and the Wolf by Prokofiev, conducted here by the late, great Claudio Abbado, and narrated by the one and only Sting. So enjoy and don't be scared of the hunters. Out of the woods came the hunters. Dominik Wollenweber ist unser Englischhornist hier bei den Berliner Philharmoniker. Dominik, wenn man Oboisten anschaut oder Englischhornisten anschaut, die atmen nicht. Die werden nur ganz rot und sehen aus, als ob die einen Frosch schlucken. Das ist das sogenannte Circular Breathing oder auf Deutsch? Permanente Atmung. Permanente Atmung. Kannst du uns das zeigen? Ist das hilfreich? Das ist eine sehr praktische Technik. Also dadurch, dass wir so wenig Luft verbrauchen, gibt es eine Technik, dass wir mit dem Gaumen die Luft rauspressen und gleichzeitig durch die Nase einatmen. Dadurch kann man im Prinzip ewig lang spielen, ohne zu atmen. Bis die Lippen irgendwie einem abfallen oder bis man keine Lust mehr hat. Das ist wahrscheinlich eher das. Ich mach mal vorher. Ja. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich dich beobachte im Orchester, die Oboisten, die schuften den ganzen Abend, die spielen und spielen und spielen und du sitzt ganz friedlich vor dich hin und dann nimmst du das Englischhorn, du spielst 8 Takte und alle machen, oh. Das ist ein bisschen unfair.
Ja, das ist aber auch oft gar nicht so einfach, muss ich sagen, weil ich eben nicht die Möglichkeit habe, so wie die anderen, mich richtig warm zu blasen. Ich sitze einfach rum. Was ist das Schlimmste, was passieren könnte bei einem Solo, wenn das Instrument kalt ist? Also ich kann ja mal erzählen, in dem letzten Konzert vor meiner Probejahrsabstimmung, da kam die 9. Mahler, und die 9. Mahler ist genauso ein Stück, wo ich habe ganz am Anfang ein Solo, dann habe ich wirklich über eine Stunde lang so gut wie gar nichts zu spielen, und dann bin ich am Schluss der letzte Bläser, der spielen muss, also mit einem Solo. Ich saß dann die ganze Zeit, während dieser Stunde saß ich so da und habe wahnsinnig geschwitzt. Oh. Und dann war ich dran mit meinem Endsolo, und dann war irgendwas an den kleinen Kläppchen, hat nicht funktioniert, hat einfach geklebt, und es kam wirklich nur heiße Luft. Es kam einfach nur da, di, da, di, da, di. Das ist es eigentlich, und es kam da, pss, da, gar nichts, da, pss, und ich saß so da und dachte mir, oh Gott. So that's all for today. I've learned a lot about the instruments of the Double Reed Club, and I have a new favorite instrument, the contrabassoon. See you next time on Sarah's Music. Bye-bye.